Hallo und herzlich willkommen zurück. Crusader Kings 3 mit unserer schwangeren Herzogin Mathilda. Und Herzog Ormund Ormsson von Öppland hat sich dem katharischen Glauben angeschlossen. Das ist ja schön für ihn. So, wir werden jetzt eine Pilgerreise in Angriff nehmen. Und zwar eine fromme. Und wir werden nach Rom uns bewegen. Mit dem Vorsatz blinder Eifer. Und wenn wir mit voller Kapelle losziehen. Naja, das ist mir nur. Ich glaube, wir machen mal den. Das passt. Brauchen wir die Waldpirscher? Nö. Brauchen wir die Söldner? Ich denke eher nicht. Ne? Also, los geht's. Let's go. Kurze Pilgerreise nach Rom. Sollte ja kein großes Problem sein für uns. Chiro, schimpf doch mal Tigen ein bisschen zusammen, wenn ich bitten darf. Danke. Durch die Landschaft von Paterno zu spazieren ist nicht so spannend, wie ich mir dies vorgestellt hatte. Der Himmel ist wolkenverhangen und auf den Feldern herrscht Totenstille. Plötzlich hören wir ein ohrenbetäubendes Wehklagen, das tief aus den Feldern zu kommen scheint. Wir nähern uns den Schrein und finden einen Mann, der an einen Pfosten aufgehängt wurde, als wäre er eine Vogelscheuche. Er ist der Inbegriff des Leiden Christi, aufgehängt an seinem Kreuz. Einige Mitglieder meines Gefolges flehen mich an, ihn herunterzuholen. Doch sollte ich mich da wirklich einmischen? Wir haben Erbarmen mit Aderico. Der Mann kriecht zu meinen Füßen und blutet den Boden voll. Die Mitglieder meines Gefolges wuchten ihn auf seine wackeligen Beine, um zu erfahren, wie er in dieser Lage geraten ist. Das war meine Mutter, wisst ihr? Sie sagte mir, ich sei so langsam und nutzlos, dass ich als Bauer ungeeignet sei und als Vogelscheuche besser zu gebrauchen wäre. Aus diesem Grund hat sie mich hier angebunden. Ich dachte, ich würde das schon schaffen. Doch es war eine Qual. Er ist eindeutig nicht der Schlauste. Doch er bietet mir trotzdem eine kleine Summe für meine Hilfe an. Wir nehmen die Frömmigkeit. Wir machen 5 Gold im Monat. Da sind diese 15 egal. Ja. Ich mache das vor allen Dingen, ich sag's ja, wie es ist, wegen dem Plus bei der monatlichen Frömmigkeit für die Eigenschaft und dem Plus bei der Meinung der Eiferer Vasallen. Denn so kann ich mir vielleicht gleich nochmal ein paar Taler vom Papst holen. Als ich durch die Straßen von Vatikanstadt schlendere, bleibe ich vor einem kleinen Gotteshaus stehen. Die Kirche ist vergleichsweise unscheinbar und bescheiden, doch eine kleine Pilgerschar hat sich davor versammelt. Als ich näher komme, erkenne ich, dass sie sich am Kopf kratzen und versuchen, die Plakette neben einer der Wächterstatuen zu entziffern, die in einer fremden Sprache geschrieben ist. Das könnte eine Gelegenheit sein, meinen Mitpilgern einen Dienst zu erweisen. Wir werden sie mal übersetzen. Und wir haben uns sehr gut Frömmigkeit geholt. Jeder Mensch hat seine Grenzen und kann nur so viel beten, ohne sich nach anderen, nicht minder wichtigen Möglichkeiten umzusehen, seine Zeit zu verbringen. Und Papst Alexander hat eine schöne Residenz, die er mir freundlicherweise zu besuchen gestattet. Ich höre einige Stimmen aus einem der Räume. Und dabei würde die beste Technik erreichen. Ich werfe einen Blick hinein und sehe, wie William
einer Gruppe interessierter Höflinge, die eifrig sein Lehren lauschen, sein Handwerk erklärt. Der Hofarzt. Also, jetzt, ne, no front, aber für einen 82-Jährigen lege ich mich nicht mit dem Papst an. Da hole ich mir lieber 10 Meinungen vom Papst. Zumal, wir sind religiöse Eiferer, das heißt, ne? Wenn der Papst was sagt, dann ist das so. Auf den Märkten von Vatikanstadt wimmelt es von Händlern, die in Sprachen schreien, die ich noch nie gehört habe, und Gewürze verkaufen, die von mir noch nie gekostet wurden. Der Pilgerführer lernt die sichersten Routen kennen und entdeckt die Wunder von Vatikanstadt, ruft einer der Händler und winkt mit einem kleinen Buch in meine Richtung. Die höchsten Mächte werden mich leiten. Unsere Zeit an diesem heiligen Ort neigt sich dem Ende zu. Es beruhigt mich, dass ich vielleicht nicht der frommste Pilger war. Doch ich habe meine Hingabe an den Herrn in mehr als einer Hinsicht bewiesen. Da dies meine erste Pilgerreise war und keine Pilgerreise gleich der anderen, bin ich zuversichtlich, dass ich nun besser weiß, was mich bei dieser Art von spiritueller Reise in Zukunft erwartet. So, wir haben 20 Legitimität bekommen, 400 Frömmigkeit. Dann haben wir entschlossener Pilger bekommen, monatliche Frömmigkeit pro Ritter und vor allen Dingen haben wir hier diese 10 bekommen, weil da würde ich nämlich ganz gerne hin, dass wir auf diese 50 kommen. Aber dafür werden wir wohl nochmal nach Jerusalem müssen. So schätze ich. In der Ferne wirkt Rom wie ein Wald aus Türmen und ein Labyrinth aus Steinbauten. Je näher wir kommen, desto mehr verändert sich die Landschaft. Ruinen von Denkmälern, Mauern und alten Kirchen stehen neben Bauernhöfen und Weidevieh. Als wir vor einem großen Obelisken anhalten, erzählt ein Einheimischer, dass auf der Spitze die Asche von Julius Caesar in einem kleinen runden Kasten ruht. Im Tod wie im Leben ist Caesar über alle Römer erhaben. Mein Hofarzt Attilio fügt hinzu, dass wir mehr über diese Stadt erfahren sollten. Ich muss mehr über die Geschichte der Stadt erfahren. Wir haben die Lektionen zur Herrschaft bekommen, das erhöht wunderbarerweise auch die Meinung unserer Vasallen über uns. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Wir sind damit wieder zu Hause. Ein Spaziergang durch Ferrara zu unternehmen, scheint auf den ersten Blick ein angenehmer Zeitvertreib zu sein. Doch wenn man genauer hinsieht, offenbart sich der Schrecken. Die Seuche hat diesen bescheidenen Weiler erreicht. Die Haut der Angesteckten ist von Kopf bis Fuß mit Ausschlägen bedeckt, die sich bei Berührung heiß anfühlen. Die Zahlen sind zwar noch niedrig, doch immer mehr Menschen weisen Symptome auf. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich die Krankheit weiter ausbreitet. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird diese Krankheit Ebenenfieber genannt. Obwohl sie den Hauptsitz vielleicht nie erreichen wird, könnte es eine vorbeugende Wirkung haben, vor Ort Hilfe zu leisten, um sie in Schach zu halten. Was ist denn das Ebenenfieber? Das ist Typhus. Wir rufen den Arzt. Vielleicht können wir etwas tun. In der Krankenstube von Attilio herrscht schummriges, flackerndes Licht, als er einen Plan zum weiteren Vorgehen entwirft. Ich habe eine Reihe von Beobachtungen in Bezug auf das Ebenenfieber gemacht. Allen voran darüber, wie die Betroffenen vom Fleckfieber gequält sind.
So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Die Seuche scheint nicht tödlich zu sein. Als Mann vom Fach empfehle ich, die Ausbreitung nicht allzu ernst zu nehmen. Schließlich wollen wir die Wirtschaft nicht schädigen. Letztlich liegt es an mir, wie wir die Ausbreitung der Seuche zu verhindern planen. Wir nehmen das sanfte Vorgehen. Unsere bedachte Vorgehensweise bezüglich der Seuche scheint Erfolg gehabt zu haben. Die Ausbreitung konnte unter den Gemeinen verlangsamt werden. Auch wenn die Auswirkungen recht überschaubar sind, sollte uns dies zumindest mehr Zeit für eine dauerhafte Lösung verschaffen. Wunderbar. So, wir haben einen zweiten Sohn, Gastone. Gastone von Canossa. Jetzt reicht's auch mit Söhnen, ich hätte jetzt gerne ein paar Töchter. Viele Monate sind vergangen, seit sich die Edelmänner und Edeldamen des Reiches zu einem Festmahl versammelt haben, meine Herzog. Gräfin Maria fährt ungeduldig fort. Es wäre von Vorteil von euch, ganz zu schweigen für diejenigen unter uns, die ein gutes Festmahl zu schätzen wissen, wenn dieser Missstand bald behoben würde. Ja, in den nächsten 10 Jahren werden wir mal ein Festmahl veranstalten, denke ich. Weil 2 Söhne haben wir jetzt. Ich denke, dann kann man auch gleich mal eine kleine Party irgendwann schmeißen, wenn wir das Gold dafür haben. Das machen wir jetzt auch mal. Also. Weil ich will mal gucken, was würde mich denn jetzt so eine kleine Party kosten? In Florenz würde ich das gerne tun. Warte mal. Ich denke, wir sollten mal Gräfin Maria zu unserem Ehrengast machen. Ach, das kam ja noch nicht. Ja, so. Jetzt haben wir dieses Festmahl begonnen. Na? Weil wie gesagt, mir geht es jetzt hier auch darum, dass wir auf das Legitimitätslevel 3 kommen. Das wäre mir persönlich sehr wichtig. Warte mal, was war denn das? Begrenzte ist das Übliche. So, nach viel harter Arbeit habe ich endlich die hochdeutsche Sprache gelernt.
Endlose Stunden, in denen ich die Betonung übte, schlaflose Nächte, in denen ich den Tonfall nachahmte, unzählige Stunden, in denen ich die Intonation meisterte. Am Ende hat sich all das gelohnt. Während meiner Studien habe ich zudem versucht, den Akzent von Kaiser Heinrich zu imitieren. Ich bin mir sicher, er wäre von meinen Ergebnissen beeindruckt. Wir werden dem Kaiser einfach mal einen Brief schreiben. Und der plötzlich mag uns der Kaiser. Ich weiß nicht. Ach, das ist ein Kind. Wie viele Sprachen können wir denn eigentlich noch lernen? Drei. Was spricht denn der Papst überhaupt? Spricht er Italienisch? Ja, der spricht Italienisch. Oh, erneut schwanger. Annehmen wir jetzt die Botschaften einmal. So, ich will mal gucken bei unseren Höflingen. Habe ich hier irgendeinen dabei, der... Oh, es haben sich diverse meiner... diverse meiner Höflinge haben sich mittlerweile auch schon fortgepflanzt. So, wir werden dieses Komplott zum Erlernen einer Sprache beginnen. Und wo ein Anfang, da auch ein Ende. Das Komplott beginnt und die Folge endet. Also ihr Lieben, macht es gut. Wir sehen, lesen, hören uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.